Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal zu einer weiteren kleinen Plauderei hier bei mir bei Stefans Duft der Plaudereien. Ja, es ist ein bisschen besonderes Video jetzt gerade, und zwar hat der liebe Albin, liebe Grüße an dich, lieber Albin von Dogshopper Descent, gestern ein Video, oder jetzt Freitag, also ich, ja gut, muss man immer gucken, wann der das guckt, am Freitag ein Video hochgeladen, wo er den Disclosure von Sapil, den Disclosure Queen von Sapil, nochmal ein Review zu gemacht hat. So. Und da hat er quasi mich gebeten oder hat gesagt, ja, ich habe den ja vor letztes Jahr schon mal vorgestellt, den Sapil, und in Verbindung mit dem Disclosure White. So. Ja, es ist ja ein Fahrenheit-Tube oder ein Zwilling dazu. So, jetzt hast du, lieber Albin, ja gesagt, ja, ich soll mich nochmal bei dir melden, eventuell, und soll nochmal meine Meinung nochmal zu äußern, weil du gehst da nochmal drauf eingegangen bist, auf den Zusatz Disclosure Queen, warum der Queen ist. Und das damit begründet auch, dass du gesagt hast, ja, der hat grüne Noten drin, ne? Ja, genau. Also ich habe jetzt das nochmal, ich möchte jetzt hier dieses Video nicht lang machen hier. Ich habe jetzt gedacht, ob ich einen Short draus mache, aber das war mir dann doppelt so knapp. Und ich möchte auch nicht auf die Diff-Pyramiden oder sonst irgendwas eingehen. Ich will jetzt nur noch mal auf ganz kurz explizit jetzt auf dein Video nochmal reagieren und habe gesagt, so komm, also das probierst du jetzt nochmal aus, das testest du auch nochmal, und ich muss sagen, ja genau, also es ist so, wie du sagst, ne? Es in der Tat sind grüne Noten hier beim Disclosure Green wahrzunehmen, ganz klar, ne? Also es ist ja deutlich, ja, es ist es sind schon grüne Duftnoten dabei. Ne? Kein Thema. Ne? Genau. Im Gegensatz jetzt zu, ich habe jetzt hier nochmal den Duft hier drauf gesprüht. Ja. Also klar, natürlich. Ne? Also ich denke, wenn man so erstmal so die beiden Düfte jetzt hier, den Fahrenheit oder den Disclosure, unabhängig davon jetzt mal aussprüht, ich glaube, das kann keine Nase richtig erkennen, ob das jetzt der Original oder der Disclosure ist. Ja? Also von daher. Ja. Aber im direkten Vergleich hier, ne? Da muss ich sagen, da fehlen diese grünen Noten beim Fahrenheit. Der hat wirklich dieses, also ja, also der hat wirklich dieses Tankstellen, Benzin, verbrannt, alte Reifen so ein bisschen, ne? Also das ist es. Also es ist, hört sich jetzt ganz furchtbar an, aber oder ich sag, könnte auch sagen, dieses Herbe, ne? Dieser herbe Duft, ne? dieser Benzingeruch, dieser Tankstellengeruch und so weiter, ne? Ist beim Fahrenheit sehr ausgeprägt, ne? Also das macht ihn sehr aus, ne? Deswegen ist es immer eine Sache, kommt nicht jeder mit klar, ne? Und im Gegensatz zum das hier zum Disclosure natürlich, sind hier deutlich, wie gesagt, diese grünen Vibes dabei und so weiter, was auch wiederum natürlich bewirkt, dass der Disclosure hier in vielen Nasen wahrscheinlich auch das etwas gefälliger macht. Ein bisschen angenehmer macht, und dieses diese Benzin, Tankstellen, Reifen Vibes hier ja, sagen wir mal, abmildern, ja, oder zumindest Bild in den Hintergrund treten lassen, sage ich das mal, ne? Also ja, wie gesagt, das wollte ich euch nur noch hier mal kurz noch mal sagen, im direkten Vergleich. Also es ist schon ein sehr, sehr krasser Duft hier, der Fahrenheit, ne? Das muss man ganz klar sagen, ne? Ist auch nichts für Weicheier, gebe ich zu, ist ein sehr special Duft, es ist aber auch ein sehr, sehr, sehr sehr, sehr schöner Duft, ein guter Duft, also, ne? Also ein sehr männlicher, maskuliner Duft auch, ne? Ganz klar, ne? Also, und ja, Fahrenheit ist natürlich, Fahrenheit, ne? Also ich will, auf Gottes Willen, ne? Ich will das da nicht irgendwie das hier negativ machen, ne? Dass ihr das falsch versteht, das ist im Gegenteil, ne? Also ich liebe diesen Duft auch, also
geiler Duft. Ne? Ist halt aber auch, wie gesagt, ne? Sehr special. Und aber ich mag ja Special-Düfte. Ne? Von daher ist ein Klassiker und so. Das ist noch ein, ach gut, das ist übrigens noch ein alter Badge. Ich weiß es nicht, wie der neue Badge aus riecht. Ne? Keine Ahnung, der ist schon, auch schon 10 Jahre bestimmt alt. Also ja, der, also wie gesagt, wie der neue, die ob da eine neue Formulierung drin ist, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, ob die das Bild auch ein bisschen abgemildert haben, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ne? Also ich meine, jemand, der den Fahrenheit gerade auch deswegen mag, weil er eben so nach Benzin, Tankstelle und Reife riecht, kann eventuell sein, dass der vielleicht beim neuen Badge oder sowas, dass der da ein bisschen enttäuscht ist. Aber gut, okay. Ihr seht auch, das habe ich noch nicht so ganz lange so viel benutzt hier. Da ist also noch einiges drin. Ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen sieht hier. Also da ist noch genug drin. Also ich habe noch ein bisschen was davon. Und genau, wie gesagt, und hier, ja, der ist, also hat er schon diese DNA, ne? Die Fahrenheit-DNA, ganz klar. Ne? Wenn man denn, sag mal so, wenn ich den aufsprühe hier und so weiter und ich komme in den Raum rein, dann wird jeder sagen, oh, das ist ja Fahrenheit. Ne? Also von daher ist die Grundstruktur, die Grund-DNA natürlich hier im Disclosure Queen natürlich dabei. Ne? Aber wie gesagt, der Queen-Zusatz, der ist berechtigt, in der Tat, da hast du vollkommen recht, Albin. Also der ist wirklich, hat diese grünen Akzente dabei noch. Und wie gesagt, das macht das Ganze, denn Disclosure, diesen Fahrenheit-Duft, sage ich mal, diese Duft-DNA verträglicher, leichter, angenehmer und so. Ne? Das ist also nicht ganz so krass. Ne? Von daher würde ich sagen, empfehle ich allen diejenigen, die jetzt gerne liebäugeln ein bisschen mit dem Fahrenheit oder generell erstmal so gucken wollen, da ja Fahrenheit, ne? Klar, man kann natürlich den in der Drogerie, Parfümerie oder so weiter, kann man den testen, natürlich, klar. Ne? Aber ich jetzt mal so ein bisschen so einen Alltagstest mal durchführen möchte, mal länger, da kann ich mir den auch für, der kostet ja nur, wie du auch schon gesagt hast, Albin, 12, 13 Euro. Da kann ich mir den auch mal besorgen und sagen, okay, ich probiere es mal aus, ne? Komme ich damit klar oder komme ich nicht klar damit. Ne? Und von daher ist für den Preis her kein Thema. Ne? Und dann kann ich mich immer noch dran wagen und sagen, okay, gut, komm, ich traue mich mal zu, hier den Fahrenheit mal aufzutragen und so weiter. Ne? Von daher ist es eine sehr, sehr schöne Alternative, ein schöner Alternativduft zum Fahrenheit. Und ja, genau. Ja, genau. Also das wollte ich jetzt bloß nochmal als kleine quasi Videoantwort, speziell für dich, lieber Albin, oder auch für nochmal für die Zuschauer hier oder Zuschauerinnen nochmal hier. Wobei Zuschauerinnen, muss ich sagen, also das ist kein Duft für Frauen. Nee, also da ist er erstmal schon zu bekannt dafür. Und eine Frau, die den Fahrenheit trägt, glaube ich, wenn der einer, da wird man eher ein bisschen komisch angeguckt wahrscheinlich, wenn man so nach Benzin, Tankstelle riecht und so weiter. Also das will, glaube ich, keine Frau richtig. Also das glaube ich jetzt nicht, es sei denn, man arbeitet vielleicht auf einer Tankstelle oder sowas oder man ist irgendwie Kfz Mechanikerin oder so oder irgendwas und hat damit was zu tun, dann kann man den vielleicht nochmal auftragen oder so. Aber das ist für mich also kein Damenduft. Also das definitiv nicht. Also sehe ich jetzt nicht. Also tut mir leid. Den könnte ich mir jetzt eher, sage ich mal, ein bisschen eher vorstellen noch, wie gesagt, weil er eben etwas umgänglicher ist, etwas verträglicher ist und so. Da könnte man, das könnte ich mir eventuell eher hier vorstellen bei dem Sapil hier, bei dem Disclosure Queen. Ja, nur so viel dazu. Okay, gut. Ja, okay. Ne? Also, wie gesagt, ich wollte nur mal ganz kurz nochmal hier das nochmal hier auch so nochmal hier bestätigen, was du gesagt hast, lieber Albin. Und dass hier der Disclosure Queen auch seine grünen Bestandteile hat und sowas. Und genau, jo. Ja, da muss ich jetzt nicht lang groß in die Tasten hauen für einen Kommentar oder so weiter. Das war genau. Okay, gut, ja, fein. Dann wünsche ich euch allen noch ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video hier bei mir bei Stefans Dufte Plaudereien.